Ich will sagen, man muss heute nichts mehr können, um etwas zu wollen. Man kann Wirtschaftsminister sein ohne jene Sachkenntnis. Im September, erinnern Sie sich daran, versuchte Habeck bei Maischberger zu erklären, was eine Insolvenz ist. Und stammelte irgendwie, ein Bäcker sei gar nicht insolvent, wenn er nicht mehr zahlen kann. So, er muss einfach nur weiterbacken. Nur eben kleinere Brötchen. Also er hatte offenbar keinen Schimmer, was er da sagte. Aber das macht ihm doch zu einem von uns. Verstehen Sie? Natürlich hätten wir alle gerne einen Wirtschaftsminister, der schon mal was gemacht hat mit Wirtschaft oder so. Aber wir haben Fachkräftemangel. Was willst du machen? Ja, es wird. Energiepolitisch setzt die Regierung auf schöpferisches Chaos. Da habe ich den Überblick verloren. Erst Gaspreisbremse, dann Gaspreisdeckel oder weiß ich nicht mehr. Atomkraft raus, dann wieder rein, 3 Kraftwerke für 4 Monate, dann 2 Kraftwerke für 3 Monate. Ein infantiles Geschacher, Politik auf Kindergartenniveau. Man hätte auch 6 Kraftwerke für 3 Jahre nehmen können, da hätten wir jetzt weniger Probleme und es wäre völlig wurscht gewesen, weil wir doch eh wieder Atomstrom importieren werden. Und bei uns ist Fracking verboten und wir kaufen Fracking-Gas aus den USA ein und schalten modernste Kohlekraftwerke ab, die kaum noch Abgase machen, und kaufen stattdessen Drecksstrom aus dem Ausland ein, damit wir gut dastehen und Elektroautos fahren, die wir uns als Zweitwagen in die Garage stellen, nehmen den Verbrenner, den wir behalten, falls wir mal weiter müssen als bis zum Edeka. Aber es ist doch schön, dass das alles so ist. Gucken Sie mal, der Alltag bei uns hat etwas herrlich Surreales. Früher war der Deutsche immer so vernünftig. Heute wagen wir auch mal was Verrücktes. Ja, und sagen, wir machen Strom aus Wind. Ja. Auch wenn wir viel zu wenig Windräder haben und übrigens auch zu wenig Wind und keine Stromtrassen und keine Stromspeicher und es hin und vorne nicht reicht. Wir machen es einfach trotzdem, weil wir so verrückt sind. So, irgendwie. Wir wollen Millionen Elektroautos auf die Straße bringen, für die uns die Batterien fehlen und die Ladesäulen und der Strom und die Autos. Aber es ist wurscht. Dann fahren wir eben ohne Strom. Ja, im Mai. Das geht. Das geht. Bitte. Das geht. Im Mai hatte Hesse Marcel Paul auf einer Strecke mit 15% Gefälle den Weltrekord im Bobbycar-Fahren auf 130,7 Stundenkilometer gesteigert. Jetzt müssen wir nur noch auf unseren Autobahnen Gefälle einbauen. In beide Richtungen, schwierig, aber auch nicht unrealistischer als der Rest, den wir machen. Wir wollen ja auch schon in ein paar Jahren nur noch mit Wärmepumpen heizen. Und jeder weiß, dass es nicht gehen wird, weil uns auch dafür der Strom fehlt und die Wärmepumpen und die Handwerker, die sie einbauen können. Aber wir machen das einfach. Das ist deutscher Idealismus. Wenn in Deutschland das Ideal mit der Realität nicht übereinstimmt, dann ist die Realität falsch. Verstehen Sie? Das ist... Ja. Alles wird gut. Alles wird gut. Wir werden sicher vereinzelt Tage haben mit Strom und Heizung. Das ist dann dieser Doppelwumms, den uns Olaf Scholz versprochen hat. Ne? Natürlich ist das alles ein bisschen schwierig im Moment. Aber es ist schön, dass wir nicht allein sind. Olaf Scholz wird uns ja durch diese schwere Zeit begleiten, hat er ja gesagt. Wie sagte er so schön? You'll never walk alone. Hat er gesagt, ich bin ja gerne alleine, ich habe das als Drohung verstanden. Die Politiker lassen uns nicht mehr alleine, sogar in der Wohnung. Die kommen teilweise mit ins Badezimmer und geben den Bürgern gute Ratschläge. Dieses Jahr haben sie uns geraten, nicht so viel duschen, wegen der Energie. Und ich bin sehr froh, dass sie das offenbar nicht befolgt haben. Das ist ja großartig. Der Herr, ja.
Der Herr Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hat sogar Alternativen aufgezeigt. Waschlappen. Das war sein Tipp. Waschlappen. Ich fand die Idee genial. Und ich setz nur einen drauf. Mein Tipp ist, zwei Waschlappen. Einen für vorn und einen für hinten. Einfach nur so als Idee. Nur so. Riesenvorteil für Arschgesichter, die brauchen nur einen Lappen, aber...